Erst kommt die Ebbe, dann kommt die Flut, sagte einst ein berühmter Dichter. Doch was ist, wenn die Ebbe bestehen bleibt? Das dachten sich wahrscheinlich auch die Entwickler von der Neuerscheinung Yuuzhan. Hier ist der Meeresspiegel drastisch über die Jahre gesunken und damit auch die Wasservorräte knapp geworden. Das brachte die Menschen dazu, nach und nach dem Meeresspiegel zu folgen, bis zum Meeresboden. Weil dieser Vorgang mehrere Generationen überdauerte, wissen Menschen, die in diesem Szenario geboren wurden, gar nicht, wie die Welt vorher aussah. Man darf nicht vergessen, wie tief das Meer doch ist, und daher müsste man sehr weit hochklettern. Diese Aufgabe gilt es in diesem Spiel zu bewältigen. Als mutiger Kerl klettern wir den Abhang wieder hoch. Ja, klettern. Und zwar nicht kletterparkmäßig, sondern mit richtiger Ausrüstung, die sich als sehr wichtig beweisen wird, später im Video. Zuerst muss die Steuerung gelobt werden. Per linker und rechter Maustaste kann der jeweilige Arm genutzt werden, der zum Klettern benötigt wird, was schon einen Unterschied machte und so das Gefühl vermittelte, aufpassen zu müssen, da man jeden Moment wieder fallen könnte. Mit WASD konnte dazu noch die Greifrichtung gewählt werden. Wenn es zu Problemen kam, konnte man sich nur selbst beschuldigen. Assassin's Creed-Liebhaber sollten an dieser Stelle lieber weghören. Durch die komplexe Steuerung fühlte es sich an, als müsste man wirklich mal einen Kopf drum machen, wie man jetzt am besten klettert. Vergleicht man diese Engine mit anderen Spielen, fühlte es sich nicht so plump und geradlinig an. Damit man durch einen Fehler nicht allzu bestraft wird, besteht die Möglichkeit, Enterhaken zu setzen, um sich an den Punkt wieder hochzuziehen. Dabei sind die vier Kästchen links neben uns die Enterhaken, die wir noch haben. Die Enterhaken ermöglichen mehr Variationen beim Klettern. Somit können auch geheime Wege erreicht werden, die durch das Schwingen auf eine andere Plattform erst ermöglicht werden. Und bevor ich weiter über Enterhaken schwärme, lasse ich meinen Kollegen das Schlusswort. Enterhaken. Immer vor der Chef im Geschäft. Nebenbei können auch Checkpoints aktiviert werden. Das Spiel überzeugt aber nicht nur mit der Steuerung, auch die Optik gibt etwas her. Schön gestaltete Kurzszenen, wenn man mit Gegenständen interagiert, die ebenfalls tiefenentspannt wirken, wie an dieser Szene zu sehen. Ach ja, findet ihr das nicht auch schön? Da vergisst man glatt, dass man beim letzten Bossgegner genau 20 Tries gebraucht hat, um ihn zu besiegen. Jetzt geht's los! Spiele! Natürlich macht es euch das Spiel nicht allzu leicht. Schwierige Levelpassagen konnte ich ebenfalls schon in der Demo testen. Die eine oder andere Herausforderung ist vorhanden. Das Spiel empfehle ich den Leuten, die nach einem harten Tag nach der Arbeit oder Schule nach Hause kommen und dann einfach nur ein entspanntes Spiel spielen möchten. Yuuzhan erscheint am 31. Oktober. Unter dem Link in der Videobeschreibung kommt ihr zur Demo und könnt euch einen eigenen Einblick verschaffen. Auf der linken Seite seht ihr mein letztes Review, auf der rechten anderer Content, der vielleicht auch interessant für euch ist. Und wenn du noch kein Abonnent bist, ich starte an Halloween ein Giveaway für alle meine Abonnenten, also sei dabei.